immer Staub. Ach, Emini, da ist auch noch ein Wolf. Liegt hier nicht mal irgendwo was Grünes drum? Ich krieg hier einen Föhn. Rechte Seite, Bruder! Meine Güte! Inner! Ja, in Klumpen! Ernsthaft? Da ist noch einer. Meine Güte. Da hast du Lehm bis ins Endlose. Ja, du kannst es nicht aufladen. Weltenschlangenschuppen. Achso, Weltenschlangenschuppen. Nix mit Staub, nur Weltenschlangenschuppen. Ging's hier noch irgendwo hoch? Nee. Was ist den Leuten zugestoßen? Folge den Hinweisen. Mal sehen. Also, Brandspuren. Sie sind in Gruppen versammelt. Sie haben sich vielleicht vor etwas versteckt, das Feuer spalt. Aber gestorben sind sie trotzdem. Was ist mit dir nicht korrekt? Junge! Vorsicht! Von hinten! Ja, jetzt nochmal drauf gehen. Naja. Eine schöne Bescherung. Und jetzt habe ich natürlich wieder keinen Wiederbelebungsstein, ist halt logisch. Wobei der Anfang gut war. Was ist denn jetzt? Ach, jetzt bist du voll. Ach, jetzt bist du voll aufgeladen. So. Ach, schade. Hätte ich nur gerne durch hier Hinweisen. Aber gut. Mal sehen. Also, Brandspuren. Sie sind in Gruppen versammelt. Sie haben sich vielleicht vor etwas versteckt, das Feuer spalt. Wann möchten sie Haue bekommen? Aber gestorben sind sie trotzdem. Dauerhaft. So ärgerlich. Und jetzt liegen die grünen Dinger hier rum, jetzt kann ich nicht mit anfangen. Hier, Junge. Jawohl. Verflucht sei der Zwergenkönig. Geisel der Menschheit. Klingt, als wäre er kein guter König gewesen. Die Zwergenkönige waren nie gut. So gehasst? Jetzt sind sie tot. Spielt es eine Rolle? Wer hat der Ringe nicht hört, ist seinen Fesseln wiederum entkommen, anstatt wieder zu verschwinden,
sinnt er auf Rache und ist entschlossen, Beograd in Schutt und Asche zu legen. Wir flüchten uns in die entlegenen Höhlen, die uns schon zuvor als Unterschlupf dienten. Unser König versichert uns, seine nächste Kette werde unzerstörbar sein. Wenn jemand eine solche Kette herstellen kann, ist es Mötzugnir, der Architekt der großen Festung Konysgrad. Alles klar. Mach dir mal einen Knoten in die Zunge. Mach mal ganz kurz. Anführer eines glorreichen neuen Zeitalters in Beograd. Gelobt sei der Zwergenkönig, Beschützer der Menschen. Diese Leute wirken ein wenig freundlicher. Geholfen hat es ihnen nicht. Nein, ich bin bloß neugierig. Neugierde ist gefährlich, Junge. Konzentrier dich. Lies vor. Feidar Daur. Das bedeutet Todesjahr. Na toll. Hat Todesjagd. Todesjagd. Heißt das, dass jemand während einer Jagd gestorben ist? Oder haben sie wortwörtlich den Tod gejagt? Klingt beides schlimm. Nee, die haben Leute gejagt und dabei haben sie sie getötet. Das ist eine Todesjagd. Punkt. Feierabend. Gelle? Wow. Was? Ist doch der Berg, auf dem wir waren, oder? Ein Boot. Fängt man an, derart große Statuen zu bauen. Zwerge sind geschickte Kreaturen. Lästig, aber geschickt. Das müssen ziemlich wichtige Zwerge gewesen sein. Alter, wo sind wir hier? Erstmal rennen da überall irgendwelche. Da oben ist ein Drache. Da oben. Ist das der zweite? Der zweite? Der zweite? Heißt das der zweite? Wir fahren jetzt erstmal hier hin, um diese Nebenquest jetzt mal gut. Also, da ist sie. Sie muss eine Schwachstelle haben. Irgendwo. Ja, Junge, jetzt bleibst du erstmal hier. Jetzt nehmen wir erstmal kurz hier hoch. Wo ist eigentlich meine Axt? Ach, Rajemine. Mach mir jetzt nicht diesen. Ja, ein. Der war zu schnell, erledigt. Bald M-Tablette war das. Auf der anderen Seite steht Uwe am Boot. Mhm. Okay. Ich möchte anmerken, ihr Laptop ist kaputt. Hacksilber. Ja, aber wo ist denn jetzt? Hä?
Haben wir das jetzt gerade erledigt und können jetzt... Hä? Das ist doch immer noch Hammerstoß. Hammerstoß ist immer noch... Ach, jetzt im Boot ist es markiert. In der Boot. Lass irgendwas im Wasser. Ja, greif du. Ach, wir müssen auf die Insel ruf. Ach, das ist ja auch schön. Wo ist denn das? Warum denn 65 Meter jetzt? Wo will der denn hin? Ist die Figur, ja, es ist die Figur. Meter. Hier. Das Grab deines Vaters. Was Gutes gefunden? Vielleicht. Vater, wir werden die Statue doch umstürzen, oder? Axtknauf. Geringe Bonusaktivitätschancen, um bei jedem erfolgreichen Axttreffer mit einem Blitzexplosion Schockschaden bei allen Gegnern in der Nähe zu verursachen. Das ist ziemlich nice. Und das ist natürlich weniger schön, dass er mir Vitalität und Glück wegnimmt. Da kann er nur so lila sein. Okay. Lies das mal vor, Micha. Hackeball regelt. Der wird aber vorher nicht sauber gemacht und nicht desinfiziert. Sollst du länger was von haben? Meinst du, dass er da länger was von hat? Lies das mal vor, Micha. Meinst du jetzt das mit dem Hackeball? Oder was? Es ist immer noch da. Die Torstatue. Ach, die Torstatue zerstören. Ja, aber die geht ja nicht einfach so, oder? Das hat gesessen. Oh, doch. Erstmal ist da oben ein blöder Vogel noch. Es sieht aus, als würde sie gleich nicht. Hä? Haben wir jetzt alle Stellen getroffen, oder nicht? Ach, da. Was ist denn nun? Da ist doch nichts mehr. Ach da. So leicht fallen Götter nicht, Junge. Ich weiß, das war nur ein Witz. Noch macht man Witze über sie. Tut mir leid.
Meine Güte. Vater, warum machen die Götter uns so viele Probleme? Weil das ihre Natur ist. Und schon nimmt er wieder einen Schutz. Ihr seid wie Typen, echt, ey. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt denn? Ach, jetzt landen wir hier nochmal. Die Götter nur Elend. Das ist das Leben, Junge. Guten Tag. Das klingt wie ein Drache. Ja. So, wir machen jetzt eins. Wir haken das Ding jetzt, bevor wir das mit dem Drachen machen. Das mit dem Drachen dauert ja heute wieder was länger. Oder könnte höchstwahrscheinlich länger dauern. War erstmal bis da hochgekämpft. Und pipapo und palala. Wir bringen jetzt erstmal die eine Sache zu Ende. Und das ist diese Nebenquest. Bevor wir jetzt denn da losjochen. Ja. Ist das Gold? Was? Gold? Wer hat Gold? Wo ist Gold? Ich will auch Gold. Hat euch so durcheinander gebracht. Bewegt euch. Ja, beruhigt euch. Ich komm schon nochmal zu dir. Mach dir mal keinen Kopf. Sehr schön, dann hat das hochgeklappt. Da freue ich mich drüber. Die der 9. So, und dann hoffe ich, dass das jetzt der 9. ist, was ich nicht glaube, aber so, ja. Da ist diese... Jetzt ist der Wasserfall sogar noch höher, weil das Wasser sank. Ja. Gold. Kann ich das Gold auch zum Kaufen nehmen? Also das habe ich noch nicht verstanden. Ups, Entschuldigung. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal sprechen. So, diese Öffnung da. Ja. Das ist dieser Schatz. Ja. Der nicht? Nee, ist er nicht. Warum gehe ich denn davon aus, dass das der Schatz ist? Das ist absoluter Blödsinn. Ach, der Ring. Was für ein Ring. Dann ist es ja gut, dass ich kaum Gold besitze. Der Sprung hier ist doch... War der nicht völlig blödsinnig jetzt? Nee, wir können auch hier lang. Hier hoch. So, da, jetzt haben wir ihn. Mein. Ihr da. Habt ihr die Statue zerstört? Ja. Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals.
Und weg ist der tapfere Kerl, Thor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht. Neuer Herstellungsauftrag. Fürs Rüstung anfertigen. Opfergabe zu Brock oder Sindri bringen. Mutter sagte immer, Tyr war einer der beliebtesten Götter. Sterbliche aus aller Welt siegelten. Ne. Sterbliche aller Welt siegelten zu einem Tempel und brachten ihm Opfergaben. Anscheinend waren die Geister am See der Neuen unter denen, die den Gott des Rechts und des Heldentums verehrten. Die Opfergaben machten einiges her. Brock oder sein Bruder könnten sie bestimmt für etwas Nützliches wie eine Rüstung verwenden. Ja, das ist schön. Die Vertan-Axt-Verbesserung 3 von 5. Frostflammen gesammelt 3 von 5. Ach, das war das, Dude. Da haben wir die jetzt, die Rüstung? Haben wir die jetzt automatisch eingepackt oder was? Rüstung anfertigen. Gut, ich sag mal, der Kollege Schnüschen fliegt ja sowieso auf dem Weg. Also der eine von den Bienenzwergen liegt ja eh auf dem Weg. Also auf dem Weg zum Drachen. Ja. Da springt ein Fischlein. Aber wir sind doch völlig falsch. Wir müssen da lang. Wir müssen da lang und nicht dort wieder drin. Kampf vergessener. Okay. Ja gut, ist ja schön, gut. Wir fahren nochmal gegen Osten. Ja? So, einmal bis zum Zwerch, bitte. Oder Wora. Hey Brock, wir haben etwas gefunden. Habt ihr das? Na, da bin ich jetzt ganz Ohr. Tyr wäre entzückt, dass aus diesen Opfergaben Rüstungsteile gemacht werden. Kanntest du ihn? Wie war er so? Wen interessiert das, Junge? Tyr ist tot. Lass die Vergangenheit ruhen. Der Zwerg hat recht. Ausnahmsweise. Auftrag abgeschlossen. Geht ihr zwei jetzt rein oder was? Und, was hast du da draußen entdeckt? Jetzt ist erstmal die Frage, was kannst du für mich machen? So. Was ist denn dazu gekommen? Hier unten das Ding. Abwehr minus 8, der Rest kommt, kriegt überall eins oben drauf. Abklingzeit hier drunter ist natürlich weniger schön.
Irgendwie die Abklingzeit überall runter. Das passt mir überhaupt nicht. Aber auch der Gesamtwert geht runter. Also das schmeckt ja überhaupt nicht gerade. Es schmeckt nicht. Axtknauf. So, das ist der, der so edel ist. Da geht die Vitalität aber runter, was mir nicht gefällt. Das Glück, ja, gut, da kann man jetzt drüber streiten. Aber ich bin mit dem, den ich dran habe, eigentlich sehr zufrieden gerade. Auch wenn der hier wegen meiner Exotik ist. Verbessern können wir ihn trotzdem nicht. Verbessern. Ich hab den doch ja nicht. Ich hab doch den dran. What? Eine Frostflamme brauche ich. Eine Frostflamme. Verkaufen Zauberressourcen? Nö. Ja, gut, okay. Herstellen? Was willst du herstellen? Wenn wir eigentlich doch recht gut bestückt sind, finde ich. Können wir beim Arm vielleicht doch noch was verbessern? Geht wieder die Abklingzeit runter. Und selbst der Gesamtwert geht runter. Also wir sind gerade eigentlich auf einem ganz guten Level mit dem, wie wir uns dargestellt haben. Was bist denn jetzt so? Was ist denn jetzt wieder scheißegal? Also deine Art und Weise? Was ist mir Roman fahren?